Mit dem Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Polen im Warschauer Legia-Stadion machte die deutsche Elf im dunklen Trikot Sepp Herberger zu seinem 25-jährigen Trainerjubiläum ein schnelles und gewandtes Spiel zum Geschenk. In der 18. Minute verwandelte Brülst einen flachen Pass vor dem polnischen Tor zum Führungstreffer. In der 69. Minute durchbrach Haller die polnische Abwehr und schoss präzise zum 2:0 ein. Verzweifelte, aber schlecht koordinierte Anstrengungen der Polen vermochten an diesem Ergebnis nichts mehr zu ändern. Die Warschauer zeigten sich vom Spiel ihrer Landsleute wenig angetan.